Hi Metatron, hallo. 17 Monate Twitch Prime Abonnent. Nicht schlecht. Wow. Das ist lange. Hi und Dankeschön. Das geht ja gleich mal gut los. Also wirklich. Das sagt man normalerweise immer nur, wenn es ironisch gemeint ist, ne? Aber diesmal meine ich es wirklich. Oh, und der Praxel liegt gleich nach. Dankeschön. Und hallo. Willkommen. Da fallen schon die Abo-Sternchen in das Glas. Nice. Hey, wo kommen denn diese komischen Kühe her, die da drin sind eigentlich? Oder was ist denn das im Glas? Egal. Hallo zusammen. Wie geht's? So, ich habe vor ein paar Tagen Genshin Impact für mich entdeckt. Und das macht mir echt Spaß. Das bedient sich vieler Elemente, die man schon aus The Legend of Zelda Breath of the Wild kennt, vor allem was das Weltendesign angeht. Und gerade das Weltdesign fand ich ja in dem neuen Zelda richtig gut. Und das haben die ja auch wirklich gut übernommen. Und deswegen macht mir das wirklich viel Spaß. Und ich bin zwar jetzt mittendrin in dem Spiel, also das wird jetzt kein Stream, in dem ich euch besonders gut vorführen kann, wie das Spiel so... Ne, wir fangen jetzt nicht von vorne an und nix. Ich mache so ein bisschen die Daily Quests und wir erkunden ein bisschen und machen einfach einen gemütlichen, chilligen Stream. Wenn ihr irgendwie über irgendwas reden wollt, dann reden wir. Oh, hey, Eldon Camillo, du bist beinahe untergegangen zwischen den beiden Abos. Jetzt sehe ich das erst. Hallöchen. Die sind so Riesenmeldungen. Hi. Wirklich ein super Spiel. Wenn man sich Charaktere kaufen kann, wundert es mich echt, dass es kostenlos ist. Ich denke mir das auch, das ist so auf so einem hohen Niveau gepolished, wirklich. Das ist schon faszinierend, finde ich. Wirklich. Ein sehr gutes Spiel dafür, dass es kostenlos ist. Und man stößt auch nicht auf irgendwelche unangenehmen Paywalls, zumindest nicht. Also, ich hatte wirklich sehr viel Glück mit meinen Charakteren, muss ich auch sagen. Ich zeige euch mal schnell meine Figurenauswahl. Wenn ihr das Spiel kennt, könnt ihr wahrscheinlich ein bisschen was damit anfangen. Hallo, Gears oder so. Hi, willkommen. Ich hatte nämlich echt das Glück, ohne einen Cent auszugeben, wirklich jede Waffenart und jedes Element, das man braucht, kostenlos quasi zu bekommen durch die Charaktere. Deswegen konnte ich schon sehr, sehr früh im Spiel, schon nach einem Tag oder sowas, alle Rätsel, die sich mir potenziell so in der Welt offenbaren, durchspielen oder bespielen halt. Und das ist schon ziemlich cool. Da hatte ich wirklich Glück. Ich glaube, wen kriegt man denn gleich nochmal von Anfang an? Sie. Und sie kriegt man, glaube ich, auch einfach so. Und ich glaube, noch irgendjemanden kriegt man sowieso ins Team, oder? Ihn hier vielleicht, ne? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich da wirklich Glück und insomit fehlt mir quasi nichts, was ich brauche. Und das ist, glaube ich, schon mal sehr wichtig. Mein Favorit ist Razor. Der ist ein toller Blitz. Der Wolfsjunge, oder? Ja, genau. Den habe ich selber noch nicht freigespielt. Aber ich arbeite dran. Man kann ja wirklich sehr gut grinden. Ich habe wirklich jetzt jeden Abend, wenn ich fertig war mit Videos machen, beziehungsweise am Wochenende, sehr viel Zeit einfach mit Grinden verbracht. Und auch heute werden wir jetzt ein bisschen so meine Daily Quests machen, die ich noch nicht erledigt habe, was die meisten sind, glaube ich. 4 tägliche Missionen, ja, bla bla. Okay, genau. Passt schon. Machen wir. Weil hier zufällig gleich mal so ein Wind-Event-Dingens ist. So ein... Ja, was... Da kriegt man, glaube ich, Material, mit dem man den Charakter hochleveln kann bei diesen Events hier. Das machen wir gleich. Hey, Ives, dankeschön für die Donation. Voll cool von dir. Voll nett von dir. Aufgerundet? Ja, genau. Schön aufgerundet auf 300. Wow, voll cool. Dankeschön. Ist echt super nett. So, machen wir die erste Challenge. Wo sind sie denn jetzt? Ich hasse die Kerle. Aber ich brauche Material von denen. Insofern ist es perfekt, dass die jetzt hier auftauchen. Ja.
Ah, oh, come on! Ich habe leider gerade zwei Charaktere im Team, die ich für den Kampf überhaupt nicht brauchen kann. Aber gut, geht schon. Miese Kombos hier. Okay, das hätten wir. So. Jetzt kann ich wieder in Chat schauen. Wartet, ich muss schnell alles looten, was hier rumliegt. Ich glaube zwar, das löst sich nicht so schnell auf in dem Spiel. Aber wie gesagt, für irgendwas brauche ich die. Ich glaube, für ein Waffen-Upgrade oder so. Insofern perfekt. Oder konnte ich die gestern noch craften vielleicht? Ich bin mir nicht sicher. Kann das sein, dass es in der deutschen Übersetzung noch ein paar Fehler gibt? Ich habe das bis jetzt immer auf Englisch gespielt. Da habe ich sowas nicht gesehen. Aber gut. So. Hallo. Von Anfang an hat man den Eistyp und den du gerade hast. Genau, die Bogenschützin, die Heldin oder den Helden und die, die aussieht wie eine Magierin. Ah ja, die kriegt man auch, genau. Hallo, zu alt für Hallöchen. Wenn du Abenteuer Rang 20 erreichst, bevor Patch 1.1 an den Start geht, bekommst du auch Barbara. Also ich habe jetzt schon 30, insofern, ich glaube Patch 1.1 gibt's noch nicht, oder? Yes! Freigespielt, quasi schon. Keine Raid hast du geraidet? Nee, habe ich nicht, hat's nicht angezeigt, komisch, ne? Aber danke, The Clue, und hallo, übrigens. Ah, warte mal, die habe ich eh schon, glaube ich, die Heilerin, ne? Das ist die Popsängerin. Die habe ich eh schon. Aber trotzdem, ist immer gut, weil wenn man Charaktere mehrfach kriegt, dann... Das dürfte die sein, die Barbara, genau. Wenn man Charaktere mehrfach kriegt, kann man ja deren Skillset erweitern, deren Skills aufbessern. Das ist schon ganz gut. Wie kann ich dich mit Twitch Prime unterstützen? Ich glaube, du musst irgendwie nur deinen... wo ist denn, ich weiß es gar nicht, irgendwo ist so ein Abo-Knopf. Ah hier, nee, Abo verschenken. Ach so, genau, bei mir ist ja Abo verschenken, aber bei dir dürfte da unter dem Streamfenster Abo, abonnieren sein, neben Folgen. Und da geht das, normalerweise. Jo. Die Untertitelsprache von JavaScript auf Deutsch umstellen. Hä? Verstehe ich nicht. Zu alt für! Danke fürs Abonnieren! Yes! Voll cool. Dankeschön. So, jetzt schauen wir mal. Ich muss hier mal meine Daily Quests erledigen. Die sind ja eh schnell erledigt immer. Mit Twitch Prime abonnieren, wenn man es noch nicht gemacht hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, ist das, geht, funktioniert das anders? Klickt man da nicht einfach auf den Abonnieren-Knopf unten unter dem Fenster? Weil wenn, dann kann ich es dir leider echt nicht sagen. Weiß das irgendwer im Chat, ob das mit Twitch Prime abonnieren anders funktioniert wie ein normales Abo ohne Twitch Prime?
Weil ich weiß es nicht. Geht halt nur einmal mit Twitch Prime. Joa. Hat man nicht irgendwie, wenn man Amazon Prime hat, auch gleichzeitig Twitch Prime? Das ist schon so, oder? Das bilde ich mir nicht ein. Genau. Genau, okay. Ich muss ein bisschen Ausdauer sparen. Wir müssen gleich da hochklettern, befürchte ich. Ich hab, das ist so witzig und so bekloppt, ey. Ich habe gelesen, bei dem bevorstehenden Patch, der demnächst kommt, kann man, wenn man bestätigt, dass man 18 ist, ausschalten, dass Figuren unsichtbar werden, wenn man ihnen unters Röckchen schaut. Ach komm, what? What? Oh, sehr gut, so ein Magier, die kann ich brauchen. Also, was die droppen, kann ich brauchen. Au. Ach so, der ist Feuer, ne? Wurscht. Tada! Herr mit deinen Ästchen. Perfekt, nice. Hey, ich glaube, ich kann jetzt den Charakter upgraden. Das ist ja voll gut. Earth Freedom, danke fürs Abonnieren. Yes, danke schön. Voll cool. Ist das ein Breath of the Wild Reskinning? Ich habe da sogar ein Video dazu gemacht, extra. Das kommt, glaube ich, am Freitag online oder sowas. Da beschreibe ich das nochmal genauer, weil im ersten Moment erinnert das wirklich sehr stark an Breath of the Wild. Nur deswegen habe ich überhaupt angefangen, das zu spielen. Und das ganze Weltdesign, wie die Open World designed ist, wie die offene Welt funktioniert, ist auch wirklich fast eins zu eins Breath of the Wild. Abgesehen davon unterscheidet sich das Spiel dann aber wirklich relativ stark von Breath of the Wild. Diese Formel, wie man eine Welt baut, die Breath of the Wild eingeführt hat, mag ich sehr gerne. Deswegen bin ich sehr froh, dass jetzt dieses Spiel und auch dieses Ubisoft-Spiel, die haben es umbenannt, das heißt jetzt Immortal Phoenix Rising oder irgendwie sowas Dämliches. Das hat halt vorher Gods and Men oder so geheißen. Naja, sieht auch sehr stark nach dieser Breath of the Wild Open World Formel aus. Und das ist, finde ich, so ein schönes Gegenstück zur Ubisoft-Formel, die mich viel mehr anspricht, dass ich mich das freuen würde, wenn das sich mehr verbreitet. So, was wollte ich machen? Ah ja, genau, ich wollte gucken, ob ich die Figur aufleveln kann. Wo gibt's denn das Spiel? Das gibt's, glaube ich, so ziemlich für alles Mögliche. Also zumindest für PC und PS4 kann ich es auf jeden Fall bestätigen. Kommt auch noch für die Switch? Bei der Xbox bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und ich glaube, das gibt es sogar für Tablets, für iOS und Android, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Ach so, warte mal, hey, ich habe gestern im Halbschlaf das Spiel noch ein bisschen gespielt und habe noch ein paar Items gegrindet und so, und ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ich konnte mich nicht erinnern, dass ich hier meine Hauptfigur schon auf Stufe 3 hochgegradet habe. Ich dachte, mir fehlt noch ein so ein weißer Ast von so einem Magier. Oder war das bei der Waffe vielleicht? Ja, es war bei der Waffe. Die können wir jetzt auf Stufe 3 upgraden. Sehr schön. Na dann. Hallo, Sister, wie geht's?
Ich habe es jetzt weder bei Steam noch der Switch gefunden, aber gut, mal schauen. Also für die Switch kommt es erst noch. Ist angekündigt, gibt es aber noch nicht. Wisst ihr was? Ich google das mal schnell, dann kann ich das schnell sagen. Genshin Impact. Grundsätzlich soll das zumindest erscheinen für PlayStation 4, Nintendo Switch, Android, iOS und Microsoft Windows. Aber ist es aktuell für PC verfügbar? Ich guck mal. Vielleicht ist es ja nicht bei Steam, sondern irgendwo anders. Man weiß es ja nicht. Ich weiß es zumindest wirklich nicht. Genshin Impact on PC. Ah ja, auf der offiziellen Website vom Entwickler kann man das runterladen anscheinend. Und hier lese ich gerade, dass es bei Steam und im Epic Store angeblich verfügbar sein soll. Nee, warte mal. Doch. Aber trotzdem muss man dann auf die Seite und irgendwie dort downloaden oder so. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Müsst ihr mal googeln. Auf jeden Fall kriegt man es auf der Seite vom Publisher. Definitiv. Genau, Metatron teilt auch gerade einen Link. Und, soviel ich weiß, funktioniert Cross-Save über alle Plattformen hinweg, außer der PS4. Aber wenigstens funktioniert Cross-Play. Also quasi, man kann im Multiplayer auch plattformübergreifend mit anderen zusammenspielen. Aber das Save-Game ist auf der PS4 gefangen. Du kannst quasi nicht mit deinem PS4-Save-Game auf einem anderen Gerät weiterspielen. Warum? Weiß keiner. Was da mit Sony los ist, weiß man nicht. Die mögen das nicht so. Naja. Mein Mikrofon mag mich auch gerade nicht. Wartet mal kurz. Sadala. Auf jeden Fall ist das wirklich cool. Wenn man es irgendwie dann zum Laufen kriegt oder irgendwo herkriegt, dann ist das wirklich cool. Aber für Nintendo Switch, ey, ich habe schon öfter gegoogelt, ich finde keinen Release-Termin. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt schon einen gibt. Wisst ihr da was? Ich weiß leider nichts. Na gut, Waffe hochgelevelt, also upgraded. Jetzt kann man quasi die ganzen anderen Waffen, die man nicht braucht, und die Upgrade-Kristalle, die man so hat, benutzen, um seine Waffen hochzuleveln. Das ist so ein bisschen diese endlose Progressionsspirale in diesem Spiel, die nie aufhört. Nie. Aber irgendwie ist das ja auch schön. Jetzt gucke ich mal, wo wir als nächstes hin müssen. Moment mal, da liegt noch Loot. Aufhören. Ich kann doch keinen Loot hier liegen lassen. Wo kommen wir denn da hin? So, jetzt schaue ich mich gleich noch um, ob hier, wenn wir schon hier sind, in der Nähe noch irgendwelche Sachen zu erledigen sind, die ich noch nicht erledigt habe. So Open World, Rätselchen und Sachen zu entdecken und sowas. Na, komm. Aber hier die Gegend habe ich schon sehr gut abgegrast. Das würde mich wundern, wenn wir hier noch recht viel finden. Hier war ich schon fleißig am Erkunden. Ach, da hinten ist der Windtempel. In dem Gebiet gäbe es noch einiges zu tun. Ich schau mal vorsichtshalber hier rein. Da verstecken die gern mal Kisten. Aber wenn hier eine war, habe ich sie wohl schon. Hey, ich muss jetzt mal echt, weil du gerade Baldur's Gate 3 schreibst, ich muss mir jetzt echt mal Wasteland 3 anschauen, weil ich habe von dem Spiel echt sehr viel Gutes gehört. Der Jochen Gebauer von Auf ein Bier, dessen Meinung ich sehr schätze, was sowas angeht, der meinte, dass es quasi das von all den Spielen, die für sich in Anspruch nehmen, das spirituelle Fallout 3 zu sein, ist das das beste Fallout 3. Und das klingt schon interessant. Ich bin noch nicht dazu gekommen, mir das anzusehen, aber da muss ich echt mal einen Blick reinwerfen, glaube ich. Hat das von euch schon wer gespielt?
Ups, falscher Charakter. Manchmal drücke ich in die falsche Richtung und merk's gar nicht. Das war jetzt zum Schluss nochmal ein ganz schön übertriebener Overkill. Aber das muss manchmal halt auch sein. Ah, okay. Also das Spiel hier hat im Vergleich zu Breath of the Wild wesentlich weniger Physik und wesentlich weniger Survival-Elemente. Aber so Kleinigkeiten wie, dass ich zum Beispiel das Holzschild von diesem Gegner mit Feuerattacken verbrennen kann, sowas funktioniert trotzdem. So kleine taktische Sachen kann man quasi trotzdem benutzen. Aber so diese brennende Wiese ist zum Beispiel nur kosmetisch im Gegensatz zu Breath of the Wild. Die macht nicht wirklich was. Aber ich finde es trotzdem ziemlich nett. Ziemlich cool. Ich sehe gerade, da hinten ist tatsächlich noch so ein Geist. Hey Dr. Galaxy, danke fürs Followen. Hi und willkommen. Ja, von mir ist gern Metatron. Total gern. Du kannst gern einsteigen. Ich weiß jetzt nicht, du spielst am PC, oder? Ich habe keine Ahnung, wie man das plattformübergreifend dann zum Laufen bringt. Aber theoretisch müsstest du... Ich weiß jetzt nicht genau, wenn man online nach Online-Spielen sucht, was man da suchen muss. Aber meine Protagonistin habe ich Sepulonia genannt. Und ich auf der PS4 heiße, glaube ich, Lance Squidbird Rider. Oder Sepuloni. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber entweder mit Sepuloni, Sepulonia... Oder Lance Squidbird Rider, solltest du mich finden. Aber wir sind dann eher auf der PS4 bestimmt befreundet, wenn du auch auf der PS4 spielst, oder? Dann ist es ja vielleicht nochmal leichter. So, wo ist jetzt dieser Geist hingeflogen? Ich habe gerade kurz in den Chat geguckt. Ah, da oben ist er. Die sind quasi so ein bisschen wie diese Blattmasken tragenden Viecher aus Breath of the Wild. Die sind überall in der Welt verteilt. Und man begleitet die dann im Grunde immer so zu ihrem Altar und dann kriegt man dafür Geschenke. Ja, wie gesagt, hier in der Gegend habe ich schon ziemlich viel abgegrast. Ich schaue mich noch ein bisschen um, aber ich glaube, hier dürften wir nicht mehr wirklich was finden. Es soll ja angeblich jetzt auch schon, obwohl das Spiel erst vor kurzem released ist, bald ein neues Gebiet kommen. Und das finde ich ziemlich cool, weil bis jetzt gibt es zwei wirklich recht große und schöne Gebiete, die man erkunden kann, die wirklich am Anfang auch voll gestopft sind mit Sachen zum Entdecken und Erkunden. Ich habe das hier nur ziemlich schon abgegrast alles. Und jetzt soll dann schon bald das dritte Gebiet kommen, was ich super cool fände, wenn das stimmt. Hier ist auch keine Schatzkiste. Nur so Trödelkisten. Hey, Vorsicht da hinten. Na gut, gehen wir weiter, damit ich die vier Daily Quest-Dinger-Locations noch abarbeiten kann. Über PS4 bist du automatisch auf meiner Freundesliste. Okay, perfekt. Kannst du bei mir dann einsteigen? Ist mein Spiel offen? Ich hoffe schon. Du musst mir schreiben, wenn ich irgendwas machen muss. Vor allem, finde ich, hat das auch sehr viel von Xenoblade Chronicles 2. Wenn Xenoblade Chronicles 2
geht es ja auch ganz stark darum, dass man Charaktere sammelt. Da öffnet man ja auch Lootboxen und dann kriegt man zufällig irgendeinen Charakter, der dann seine eigenen Fähigkeiten und so weiter hat. Und das erinnert sehr stark dran. Nur, dass Xenoblade Chronicles 2 halt nicht Free-to-Play ist und somit die Mechaniken, dass man diese Boxen kriegt, sehr viel leichter sind und wirklich so ins Gameplay eingebunden sind. Genau. Bin leider zu schwach, um dir beizutreten. Ach so, das ist doof. Hey, dann lass mich meine Daily Quests hier noch machen. Dann können wir gerne, dann versuche ich mal, ob ich dir beitreten kann. Und dann können wir gerne gemeinsam irgendwelche Dungeons, Instanzen oder Bossgegner machen oder sowas. Hey, Mr. Nonconform, vielen Dank für die Donation. Super nett von dir. Freut mich sehr. Unterstützung für die zwei super tollen, hochwertigen YouTube-Kanäle. Vielen Dank. Das ist nett. Ich tue, was ich kann. Wo wir gerade bei Zelda sind. Wirklich, das war's und das war leicht. Nee, kommt doch noch was. Vielen, vielen Dank, Sepolonia. Ich bin gar nicht gerade Sepolonia, aber ist ja wurscht. Ich wollte eigentlich nach meinen Weinstöcken sehen. Das ist eine gute Idee, da schaue ich auch mal kurz. Sind doch gut. Aber dann ist mir das hier passiert. Ach bitte, sag meinem Sohn nichts davon. Er ist der Ritter des Ordo Favonius. Okay. Damit hat er sicher schon genug zu tun. Er muss sich nicht sehr große Sorgen machen, nur weil sein Vater ein paar Problemchen hat. Bla bla bla. Kein Problem. Ach so, jetzt müssen wir doch noch zur fragwürdigen Stelle gehen und dann noch mehr Schleims töten. Ich hätte mich schon gewundert. Das wäre eine ziemlich kurze Easy Quest gewesen. Also selbst für diese kleinen Daily Quests. Aber das sieht sehr ungewöhnlich aus. Es ist eh seicht, oder? Ach, sag bloß, ich komme jetzt in irgendeinen Dungeon oder so. Nee, schade. Das wäre cool gewesen. Das ist ein schöner Effekt, wie das Eis gefriert, oder? Das finde ich nett. Na, kommt schon, nicht da und einfrieren hier. Nein, ich bin in einer Einfrierschleife gefangen. Na, super. Oh mein Gott, ich habe ja auch noch ein Zeitlimit, sehe ich gerade. Verdammt. Jetzt aber schnell hier. Keine Zeit verschwenden. Erstmal den Eispanzer wegklopfen. Und dann den Schleim wegklopfen. Na dann. Okay, cool. Ich glaube, das waren schon unsere vier täglichen Herausforderungen, ne? Danke nochmal, dass du meinen kleinen Teil der Geschichte gelesen hast. Ach so, ja gerne, klar, warum denn nicht? Versteht sich doch von selbst. Ah, einen haben wir noch im Flüsterwald. Na dann auf. Auf und davon.
Da ist eine kleine Fliege. Bist du wirklich eine kleine Fliege? Ich weiß nicht, irgendein seltsames kleines Insekt krabbelt da auf meinem Laptop rum. Ich glaube, es ist eine kleine Fliege.